Ja, liebe Zuschauer, ich weiß, ich habe die letzten Monate und Jahre euch wohl nicht genügend Input gegeben, was denn genau eine regenerative Permakultur ist. Das hatte Zeitgründe, es hatte aber auch gewisse seelische Blockaden, weil ich weiß, wie hier viele Menschen in YouTube auf das Thema nicht heimische Pflanzen reagieren. Und ich bin mir relativ sicher, dass in manchen Bereichen, wo ich für mich schon entdeckt habe, die Welt noch gar nicht so bereit ist, diese Infos, ja, zu verdauen. Deswegen war ich mit vielen Infos zum Thema Botanik und Bienenweide relativ vorsichtig über die Jahre. Aber ich gehe davon aus, dass ich dieses Jahr euch ein bisschen mehr hier erzähle. Also es wird jetzt in den nächsten kommenden Monaten hier doch einiges an Videos geben zum Thema regenerative Permakultur. Ich werde das ganze Ding auch vermutlich in viele Videos reinpacken, da dann auch ein paar speziell für gewisse Techniken dann auf meiner bivital.com-Seite zur Ansicht stehen, ne? Weil so eine regenerative Permakultur setzt sich ja aus ein paar Segmenten zusammen. Tiefbeete, Hochbeete, Gemüsebeete, Benjeshecken, Baumschnitt, Pflanzenvermehrung, Umrandung der Grundstücke. Also da kommen einfach so ein paar schöne Sachen zusammen, die vielleicht auch wirklich zu umfassend sind, die jeweils in ein einziges Video reinzubringen. Für heute, für diesen wunderbaren ersten Mai-Feiertag, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt hier gar nicht so viel an Input und Info, sondern ich zeige euch hier einfach diesen wunderbaren Garten. Wir stehen gerade hier in der Wolfer-Zweierer-Permakultur. Das ist auch die größte, die wir hier haben. Und ich glaube, ich höre jetzt auf zu reden und zeige euch einfach nur unsere Arbeit der letzten Wochen auf diesem wunderschönen Grundstück. Viel Freude beim Zusehen.
Ja, und wenn euch das hier gefallen hat, mehr gibt's bald auf der Playlist Permabees unter diesem YouTube-Channel. Bis dann!